So, grüß euch. Ich sag viele Sachen, wo ich mich über Temu aufrege. Aber was man da richtig geil bestellen kann, ja, das muss ich jetzt. Ich muss ja auch mal was Gutes sagen. Das ist bei Aufklebern. Ey, also Aufkleber ohne Scheiß. Da hast du keine Chance, die hier irgendwie auch nur ansatzweise für den Preis irgendwo zu bekommen, glaube ich. Was haben die gekostet? Das sind jetzt 50 Stück. Ich kann euch mal so ein bisschen hier reingucken lassen und dann zeige euch mal ein paar und dann werde ich auch nebenbei noch ein bisschen reden. Ich glaube, ich habe bezahlt 60 Cent oder so. 60 Cent, glaube ich. Ah, das sind so Halloween Glow in the Dark Aufkleber. Ich wage stark zu bezweifeln, dass die glowen, aber ist nicht so schlimm. Ich werde es nachher mal versuchen, wenn ja, werde ich ein Bild einblenden, ansonsten halt nicht. Ja, aber die kann man halt für so eine Preise, kriegt man die halt. Hier kriegt man gar nichts dafür. Viele Sachen sind Schrott. Da sage ich es, wie es ist. Da gibt es so viel Schrott und dann, klar, da gibt es, weiß ich nicht, habe ich davon schon? Ich weiß es nicht. Werde ich nachher mal gucken. Wo war ich? Schrott. Es gibt so viel super Schrott, dieser ganze Plastikschrott, wo du dir denkst, Alter. Aber Aufkleber, also das können sie. Da kriegst du fast nie Scheiß und die Motive sind geil. Zack, zack, buh. Ein Schloss, dann haben wir hier noch ein. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich hoffe, ich halte die, weil beim Licht da bin ich noch nicht so fuchsig. Und dann gleichzeitig auf mein Handy gucken, bin ich auch nicht so geil. Aber die Motive sind halt mega. Und ich habe da schon, so viele Aufkleber. Ich kaufe immer für mein Auto, weil mein ganzes Auto, sagen wir nicht das ganze Auto, sagen wir so 40% des Autos sind beklebt und das sind alles Aufkleber von Temu und da sind die natürlich echt, echt mega gut und die Preis-Leistungstechnisch richtig geil. Ich habe da jetzt auch schon viel zu oft richtig geil gesagt, aber es ist halt so. So. Und hier haben wir nochmal ein Gespenst. Was jetzt so eine Pharaonenfigur mit Halloween zu tun hat, weiß ich nicht. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. Hier so ein Frankenstein. Ein komischer Bulle. Ein Knochen. Noch so ein Frankenstein. Zack. 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 So. Und schon sind wir durch. Vielleicht sind es auch, waren es vielleicht ein paar mehr. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ansonsten, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Werde euch einen Link unten reinknallen. Lasst mir gerne einen Kommi, lasst mir ein Abo da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.